Ja, herzlich willkommen zum FSJ-Podcast. Das erste FSJ ist bereits so gut wie um und das zweite FSJ steht quasi in den Startlöchern. Heute werden wir euch etwas mehr darüber erzählen. Hört doch gerne einfach einmal rein. Ja, ich bin Emily. Mein FSJ neigt sich ja jetzt doch dem Ende zu, fast vorbei. Neben mir sitzt jetzt Jonah, der neue FSJler. Hallo erstmal. Hallo Emily. Ja, Jonah, dein FSJ steht kurz vor der Tür. Stell dich doch einfach erstmal vor. Ja, also ich bin Jonah Hinze und bin 18 Jahre alt. Ich bin aufs Gymnasium Bad Nenndorf gegangen und habe das jetzt erfolgreich mit dem Abitur abgeschlossen, also meine Schullaufbahn. Und ich komme auch hier aus der Gegend, aus Kreuzriehe und habe da auch letztes Jahr auch schon die Minis für die HSG trainiert. Ansonsten noch sind meine Hobbys natürlich Handball und generell bin ich ein sehr sportbegeisterter Mensch. Habe jetzt auch schon seit über 10 Jahren Handball gespielt, also schon fast, ich würde sagen, schon ja, seit 13 Jahren, also schon seit den Minis zwischendurch. Da eine kurze Pause eingelegt, aber seit der D-Jugend wieder komplett dabei und ich freue mich einfach auf das FSJ. Aber zunächst einmal ein Rückblick auf dein FSJ-Jahr, das war ja auch das erste FSJ-Jahr bei der HSG. Wie ist denn das grundsätzlich verlaufen? Ja, grundsätzlich auf jeden Fall sehr gut verlaufen. Zusammengefasst überwiegt das Positive doch mehr dem Negativen. Ich nehme auf jeden Fall viel mit, viel an Erfahrung, viel erlebt, eine sehr gute oder denke ich zumindest Persönlichkeitsentwicklung habe ich dann doch gemacht. Genau, alles eigentlich eingetroffen, was ich mir im Vorfeld vorgestellt habe und rundherum ist es auf jeden Fall ein sehr gelungenes und positives Jahr für mich gewesen mit ja, tollen Momenten. Genau. Na, das ist doch schön. Was waren denn deine 3 Top-Momente im FSJ-Jahr? Ja, ich glaube, es waren gar nicht mal nur die Top-3-Momente, sondern es gab eigentlich unzählige, viele tolle Momente im FSJ. Genau, zum einen auf jeden Fall dadurch, dass ich halt eben auch 2 Mädelsmannschaften trainiert habe. Natürlich da die Erfolgserlebnisse, sowohl die Entwicklung im Trainingsbereich als natürlich auch Erfolgserlebnisse im Punktspielbetrieb. Zum anderen haben wir jetzt die Handball-Tiger-Einheit samstags eingerichtet für 3- bis 5-Jährige. Die wurde ja durch die Kooperation auch mit den Kindergärten sehr gut angenommen und dadurch, dass es ja auch unser erstes Projekt war, beziehungsweise mein erstes Projekt war und für die HSG ein ganz neues Projekt war, wurde das dann doch ja, sehr gut angenommen und das hat mich natürlich auch sehr gefreut. Da haben wir dann doch samstags echt viele Kinder auch in der Halle. Ja, und so der Top-3-Moment dann vielleicht noch, die immer wieder vorkommenden Aktionstage an den Grundschulen hier in der Umgebung. Ja, sei es Haste, Bad Nenndorf, sogar auch Lauenau, waren doch immer ein sehr großer Erfolg. Und wir konnten immer ja, neue Kinder auch in den Verein gewinnen und sie zum Handball begeistern. Und das freut einen dann doch und merkt einen dann doch, dass die Arbeit dann ja auch was gebracht hat und ja den Verein auch vielleicht weiter nach vorne gebracht hat und genau. Genau, jetzt gleich im Anschluss. Jonah, worauf freust du dich denn überhaupt auf deinen FSJ genau? Ja genau, worauf freue ich mich? Also auf jeden Fall auf die Zusammenarbeit mit den Kindern. Daraus besteht ja das FSJ hauptsächlich, also mit den AGs, mit den Schulen, die Kitas, bei denen ich vorbeigucke, wie du schon gesagt hast, die Handballtiger, die ich dann leiten werde und die ich auch in der Vergangenheit auch schon mal 1-2 Mal übernommen habe und da freue ich mich einfach drauf, aber auch auf die abwechslungsreiche Arbeit, zum Beispiel, dass man auch im Büro ist und andere Seiten der HSG kennenlernt, als nur das Trainerdasein. Also insgesamt freue ich mich einfach sehr auf das nächste Jahr. Ja, dann super. Vielen Dank fürs Gespräch und ich wünsche dir ein ganz tolles FSJ ab nächsten Monat. Dankeschön.